Arena live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner, unabhängig, unparteiisch, wirklich kritisch. Fellner live. Ja, willkommen zurück bei Fellner live. Und nachdem es jetzt vorher gerade politisch war, wird es jetzt lustig, hoffentlich zumindest. Reinhard Nowak und Roman Gregory sind da. Hallo. Das heißt ja nicht, dass Politik nicht auch lustig sein kann. Kann auch lustig sein, ist vielleicht eh gleich Thema auch bei uns. Aber primär wollen wir reden über euer neues Kabarett, voll am Start. Ja, ja. Premiere ist am 26.02. Ja, Vorpremieren gab es aber schon. Gab es schon, wir haben schon dreimal gespielt zum Austesten. Ja, und es war sehr erfolgreich eigentlich, muss ich sagen. Die erste Vorstellung war noch ein bisschen ein Stress, weil wir da noch nicht so gewusst haben, wo werden die Leute lachen, werden sie überhaupt lachen. Da haben wir uns noch herangetastet und die zweite war aber da sie schon... Sie haben gelacht. Sie haben gelacht, also erfolgreich ist, Erfolg ist daran zu messen, dass am Schluss vom Programm genauso viele Leute drinnen sitzen wie am Anfang. Und das haben wir jetzt dreimal hingekriegt, und somit kann es nicht so schlecht und der zweite Auftritt war dann schon viel besser, weil wir da schon gewusst haben, was geht. Da haben wir uns da schon ein bisschen draufgesetzt auf den Gag und die Reaktionen waren euphorisch. Ja, stimmt. Ja, ich wollte jetzt nicht so übertreiben. Ich bin ja eher ein bescheidener Typ. Aber nein, es stimmt. Eigentlich war es ein Wahnsinn. Ja. Das war so ähnlich, wie wenn beim Stierkampf der Stier gewinnt am Schluss. Ja, also es war wirklich absolute Euphorie. Nein, wie kommt es eigentlich dazu, dass ihr zwei ein Kabarett macht? Naja, wie kommt es dazu? Ich habe mir gedacht, ich hätte gern ein bisschen Musik in meinem Programm drinnen. Und da habe ich gedacht, naja, mit dem habe ich schon mal gespielt auf der Bühne, beim Kottern im Rabenhoftheater, da war ich der Kottern und der Postler. Und da hat das schon irgendwie gut funktioniert. Und wo wir da gar nichts gesungen haben. Ja, genau, vor allem ich nicht, weil sonst hätte er nicht zugesagt. Nein, und wir haben uns bei einem Geburtstagsfest von unseren Töchtern, das war der konkrete Anlass, wo wir dann gesagt haben, nein, wir machen jetzt was über diese Geschichte, die da passiert ist. Also es ist so, dass wir beide Töchter haben im gleichen Alter, 11 Jahre alt, und die jetzt natürlich so in einer gewissen präpubertären Phase sich befinden. Und haben wir halt natürlich die gleichen Probleme. Und da haben wir halt natürlich auch den gleichen oder einen ähnlichen Zugang. Und der kommt da in dem Stück gut raus. Also wir haben eigentlich einen total unterschiedlichen Zugang. Aber das Ergebnis ist dann eigentlich das Gleiche, dass wir alle zwar relativ alte Väter und auch dementsprechend peinliche Väter sind für unsere Töchter. Dort haben sie eingeladen gehabt, dass einen Influencer, einen Internetstar, ja, also, und also, der war halt der Coole und boah, ey, Wahnsinn. Und die Papas waren dann peinlich und wie man es gesagt hat, das können wir nicht auf uns sitzen lassen. Wir müssen zeigen, dass wir noch mithalten können und dass wir da auch viel Likes kreieren. Voll am Start sein. Genau, ja, genau. Und nicht nur der schwindliche Möchtegern-Rapper mit den Wimmerl im Gesicht, der irgendwie cool ist, sondern sie haben Papas, die sind auch nicht auf der Nudelsuppe dahergeschwommen. Genau. Das wollte man so zeigen und das hat sich dann in diesem Stück niedergeschlagen. Es können auch ältere Gangster-Rapper cool sein. Und darum geht es in dem Stück so quasi, oder im Kabarett, ältere Männer, ja, die das natürlich auf der Suche nach Coolness sind, oder? So ungefähr kann man es kurz umschreiben. Wir versuchen mit dieser Jugendsprache mitzuhalten. Es ist ja dann doch, wir befinden uns in der Mitte unseres Lebens und kommen drauf durch unsere Töchter, dass die ja mittlerweile eine komplette andere Sprache reden. Ja, dass wir ja jedes dritte Wort noch googeln müssen, weil wir nicht wissen, was für Frechheiten unsere Töchter uns eigentlich da im Schädel haben. Ja, mit kühl lächelnd. Und das ergibt natürlich sehr viel Zündstoff, sehr viel Reibstoff und ist auch dann sehr zeitgemäß, weil wir jetzt mit unseren über 50, knapp unter 50, natürlich fördern uns ein bisschen der Zugang, ne? Durch die ganzen neuen Medien, die da passieren, diese ganzen neuen Plattformen, unzählige Plattformen, die uns da begleiten oder die unsere Töchter begleiten in der Pubertät mit, wie sie alle heißen, YouTube, Facebook, Snapchat, Instagram und so weiter und so fort. Wir sind ja da eher relativ faul, also wir sind eigentlich mit Facebook schon überfordert. Wo seid ihr aktiv auf Social Media? Facebook? Also, oder Facebook sagt man jetzt, dass alte Leute Social Media haben? Ja, meine Tochter ja schon. Facebook ist total out, das interessiert dann niemand mehr. Ich bin noch auf Facebook, ich war nie woanders und ja, ich nutze es als
Informationsplattform, ich lese Artikel drinnen, die halt irgendwelche Leute posten oder post selber was mir gerade einfällt oder was mir wichtig ist. Und ja, ich nutze es schon. Ja. 10 Jahre, wenn wir darüber so reden, wie jetzt die alten Leute über die Vorkriegszeit zum Beispiel. Ja. Aus den Erinnerungen, ja, damals im Facebook, ja. Das waren noch Zeiten, da hat man noch Schränkchen, was Chips, Chips implantiert und wo. Ja, genau, das haben wir dann schon. Black Mirror. Ja. Du lieferst dir ja teilweise auf Facebook auch heftige Gefechte, zuletzt auch mit dem Alf Beuer zum Beispiel. Ja. Das heißt, du nützt das durchaus auch, um politisch deine Meinung kundzutun, oder? Ja, ich sagen wir mal so, das war jetzt sehr anlassbezogen, das war, glaube ich, ein Vorfall, ein Treffen, wo sich da die sehr große Meinungsverschiedenheiten aufgetan haben, begleitet von, sage ich mal, eher sehr unschönen Worten seinerseits, und das habe ich dann am nächsten Tag, habe ich dann irgendwie meinen Ärger darüber freien Lauf gelassen und habe das dann so ins Facebook geschrieben, wie ich es heute erlebt habe. Das gab natürlich eine große Welle an Zustimmung und auch an Empörung. So ist es heute da im Facebook. Das ist ja auch eine Diskussionsplattform und haben wir dann quasi soweit ausdiskutiert. Man kann das durchaus nützen. Ich mache das eigentlich eher selten, ehrlich gesagt. Und versuche halt nicht irgendwie meine politische Meinung da so weit breit zu treten, denkt man immer noch, das ist ein gewisses kleines Stück einer Privatsphäre, was man da zu wollen hat. Aber irgendwann platzt man halt auch der Naderkragen. Und das war halt dieser Moment, wo es mir dann einfach zu viel war und wo ich mich dann auch so weit deklariert habe, dass ich mit dem Ganzen nicht einverstanden bin. Und ja, es ist ja auch nur, auch unser Kabarettprogramm, es sind einige politische Statements da drinnen, die uns wichtig sind. Wo wir, das heißt, ihr werdet auch politisch in dem Programm ein bisschen. Ja, wir lassen es nicht unerwähnt. Es ist leider im Moment die Situation so, dass uns das halt nicht so taugt, wie es abläuft in der Regierung, dass es halt einfach immer rechtspopulistischer und immer weiter rechts geht und dann sogar schon der Mitterlehner als links bezeichnet wird. Und sobald du, ich finde das halt furchtbar. Oder wenn ein Gabalier was sagt, ist das ja ein gestandener Mann und der darf ja seine Meinung sagen. Aber wenn dann ein Christoph Waltz was sagt, ist das gleich ein Nestbeschmutzer und ein Arschloch. Ja. Und das, diese ständige Hinhaken, die Chris Lohner zum Beispiel, die auch da, was weiß ich, wie Wüstes beschimpft wird, nur weil sie ihre Meinung kundtut und halt Angst hat um die Demokratie, so wie ich auch, ja, weil was der Kickl abliefert oder was da abgeht, ist einfach wirklich schlimm. Es wird einfach immer mehr die Demokratie aufgelöst. Ja. Dass Leute schon ins Gefängnis kommen sollen, ja, in Schutzhaft und solche Sachen, ich meine, ich will es gar nicht alles aufzählen, aber es gibt so viele, oder diese ganze Nazi-Scheiße, dass da überhaupt nur irgendwie angestraft wird. Ich verstehe das nicht. Ja. Ein Nazi-Regime, wo Millionen Menschen getötet worden sind und dass da einfach nur irgendeiner eine deutsche Schärpe umhängt und sagt, ja, oder Hitlergrüße und was weiß ich, noch immer gang und gäbe sein, wo dann gesagt wird, ja, ich habe nur gewunken. Dass das noch möglich ist, ich verstehe das nicht. Das war ein mörderisches Regime und dass man da oder dass irgendeiner ein Hakenkreuz aufzeichnet oder irgend sowas. Ich kapiere das nicht. Ja. Ja, es gibt so eine schleichende Veränderung in diesem Land, die jetzt auch durch diese durch die Regierungsspitze so weit legitimisiert wird, dass mir das halt jeden Tag so ein bisschen an gewissen Knöpfen gedreht wird, gewisse Aussagen veröffentlicht werden, die man dann quasi auch immer wieder so ein bisschen umdeuten kann. Also wie jetzt das Recht hat, sich der Politik zu beugen. Das kann man dann so auslegen und so auslegen, dass quasi jeder so sich seine Wahrheit herausfinden kann, aber in Wirklichkeit werden gewisse Standards, menschliche Standards, da ein bisschen aufgeweicht. Und das passiert mit Kalkül, das ist nicht zufällig und es wird jeden Tag wird so ein bisschen das ganze Büdel nach rechts verschoben. Das soll auch so gewählt worden sein, wir leben in einer Demokratie, das muss man auch so weit aushalten, das verstehe ich gut, ja, dass diese Politiker, die gewählt worden... Man soll es kritisieren dürfen und dann nicht gleich als linker
Selbstbeschmutzer beschimpft werden. Es ist einfach, und ich, man, es und was ist so schlimm, so schnell, was ist so schlimm an links? Ich will, dass allen Menschen gut geht, ja, und nicht, dass die gestopften 10.000 sind sie nicht einmal, ja, die mehr haben als die gesamte österreichische Bevölkerung, ja, oder dass der Sozialstaat wird immer mehr aufgelöst, ja. Wem geht's denn besser? Es wird nur den Flüchtlingen, also die Flüchtlinge, die werden vorgeschoben, um die Mindestsicherung zu kürzen. Also kein Menschen geht's besser, wenn den Ärmsten der Armen noch mehr weggenommen wird. Ja, das kapiere ich nicht, dass die Leute das nicht checken. Ja, oder die FPÖ, die Partei des kleinen Mannes. Ja. Wo denn bitte? Jetzt wollen sie die Spitzensteuersatz ab. Das ist ein Kickel. Ja. Das ist ja nur 1,40. Und warum nur der kleine Mann? Warum nicht die kleine Frau? Ja, warum wird sie nicht um... Ja, und das stimmt ja alles nicht. Und dass die das nicht checken, also die eigenen Wähler, ja, das kapiere ich nicht. Denen wird noch was weggenommen. Ich meine, ich weiß nicht, wann das soweit sein wird, wo sie es erkennen, dass einer halt was fällt im Börserl, ja. Aber ich finde es furchtbar. Ihr seid ja in der Künstlerszene verankert, du als Schauspieler und Kabarettist, du jetzt auch als Kabarettist und Sänger. Ja. Ist generell in der Künstlerszene, muss man sagen, so ein bisschen ein Unbehagen da? Ja, aufgrund der politischen Situation, ihr habt es eh schon angesprochen, es sind einige, die Chris Lohner ist nur eine von vielen, Reinhard Fendrich, Wolfgang Ambros, ja, die sich da zuletzt geäußert haben. Die einfach Angst haben, dass man nicht mehr alles sagen darf, dass keine Meinungsfreiheit mehr gibt oder dass wenn du regierungskritisch was äußerst, dass dann vielleicht ins Häfen kommst oder so Sachen. Das erinnert teilweise halt wirklich an eine Diktatur schon. Natürlich noch lange nicht so, aber das Gefühl ist wieder ein bisschen so vorbereitet. Es ist jetzt alles, was dementsprechend nicht die Regierungsmeinung unterstützt, wird denunziert. Das merkt man ja sofort, wenn sich ein Künstler zu gewissen Ereignissen oder zu gewissen Gegebenheiten äußert, dass hier von der Regierungspartei, von den Blauen meistens, also wirklich unter der Schublade, unter der Gürtelschläge ausgepackt werden, wie sich damals der Ambros geäußert hat, dass er nicht zufrieden ist mit dem, wo dann plötzlich also wirklich die aller tiefsten Meldungen, die letzte Woche sind sie in einem Bierzelt gesessen und haben ganz selig Skifahren gesungen. Ja. Und heute ist es der letzte, der Fendrich-CDs weg und so Sachen. Und ja, wünschen dem den Tod also wirklich also unverhältnismäßig wird dann hingekackt, weil man heute einfach da eigene Meinung hat. Und das war auch diese Diskussion, die ich damals mit dem Alf Beuer hatte, der dann gesagt hat, dass alle unsere Künstler, die halt ein quasi linkes Gedankengut in sich, gefördert, in sich tragen, haben nur diese Meinung, weil sie dann ihre Subventionen verlieren. Ich habe noch nie mehr eine Subvention gekriegt. Ich weiß nicht, von was die reden. Ja. Naja, aber das ist dann so diese vorherrschende Meinung. Und das übernehmen die da draußen natürlich auch. Die sagen, naja, du hast ja nur Angst um deine Subventionen, um die Aufträge oder sonst was. Darum unterstützen wir quasi eine eher linksgerichtete Politik. Das ist auch Blödsinn. Ja, weil wir ein Künstler, wenn man Künstler ist, hat man prinzipiell einmal, kommt man sehr schnell drauf, dass eine Gesellschaft nur durch Vielfalt gewinnt. Dass man quasi, wenn man eine vielfältige Gesellschaft hat, dann profitiert man voneinander. Das ist wie halt, sonst lebt man alle nur so in kleine Täler, irgendwo wie im Ötztal oder im Zillertal, wo alle zwei Wochen früher mal, wie es noch keine Autos und Flugzeuge gab, alle drei Monate sich irgendwann ins Dorf verirrt hat. Ja? Wenn sie das nicht. Irgendein Wanderer. Ja, und der hat sich halt dann irgendwo durch das Dorf geschnackselt und dadurch hat dieses Dorf gewonnen, weil sonst wären die zugrunde gegangen. Dann wäre dieser Genpool mal irgendwann ganz so schnell erschöpft gewesen, weil da keiner in das Tor reinkommt. Jeder Zuwanderer, der passiert ist, hat diesen Genpool aufgefrischt und hat sich hat eine Entwicklung betrieben. Außerdem zahlen die ins System ein. Da sind sie jetzt draufgekommen in Tirol, ja, dass nach 4 Jahren schon, dass sie das schon rechnet, das, was die Flüchtlinge bekommen. Hilfe bekommen haben, dass sie das nach 4 Jahren ja wieder zurückzahlen
mit Steuern und was weiß ich alles. Die arbeiten ja auch dann. Ausgaben, ja, und jetzt hier, weil ihr das gerade auch angesprochen habt, dass ihr postet es ja selber auch. Merkt ihr das auch, dass ihr dann teilweise immer angegriffen werdet, bedroht werdet sogar? Ja, natürlich. Also das ist mir auch schon passiert. Da kriege ich halt da Privatnachrichten geschickt. Oder ich merke es auch, dass ich halt dann hin und wieder, wenn ich was gerade jetzt so regierungskritisch ist oder was mir halt irgendwie nicht taugt, gerade gepostet habe, dass ich dann halt Freunde verliere oder dass da halt Leute weggehen. Aber ja, es ist... Das waren keine richtigen Freunde. Das waren keine richtigen, ich weiß, ja. und ja, aber das, mit dem lebe ich stehe dazu, dass ich ein Mensch bin und mein Handeln ist menschlich und sozial. Und das lasse ich mir nicht absprechen. Und wenn ich sehe, dass da einfach den armen Leuten was weggenommen wird, und ich bin ja selber auch nicht gestopft, ja, weil da kommen dann die Vorwürfe, ja, der lebt in einer Villa, der hat leicht reden. Ich komme aus einer Arbeiterfamilie, mein Vater hat 10.000 Schilling verdient. Ja, und wir waren eine fünfköpfige Familie. Ja, also... Ich bin kein gestopft, ich habe keine drei Willen. Ja. Und das, was im Fernsehen läuft, das sind alles Wiederholungen. Du hast gar nicht wirklich im Lotto gewonnen. Nein, ja. Scheiße, jetzt, was habe ich mir für einen Paten ausgesucht? Bitte, der ist gar nicht gestopft. Und ich stehe dazu, dass ich ein Mensch bin und Menschlichkeit für mich das Wichtigste ist. Und jeder Mensch ist gleich viel wert. Ja. Und keiner kann sich über wen anderen stellen. Außer es ist ein Arschloch. Ja. Oder ein Verbrecher. Das ist klar, dass die bestraft werden müssen. Das ist logisch. Aber im Prinzip sind alle Menschen gleich für mich. Ja. Und diese rassistische Scheiße Böse ist einfach unnötig und nur dumm. Das wahre Böse ist ja, dass sich Menschen als Ausnahme sehen. Ja? Dass Leute sagen, ja, aber das Gesetz geht mir nichts an, weil ich mache das so wie. Oder ist, dass Leute glauben, wirklich etwas Besseres zu sein. Ja? Nur weil sie halt zufällig in dem zufällig, Land geboren ja, sind. Ja? Und dafür kann keiner was. Das ist keine Leistung, sondern das ist reines Glück, dass wir da geboren sind, dass es uns gut geht, dass wir in einem Wohlstand leben. Und dann halt einfach die Rolle runterziehen und sagen so, wir haben jetzt eigentlich genug und ihr alle geht uns nichts an, ist ein völliges Negieren einer globalen Entwicklung. Es werden immer mehr Leute auf der Welt, der Platz wird enger, die Verschiebung zwischen Arm und Reich wird immer größer, die Kluft wird immer größer und wenn wir so weitermachen, wird es irgendwann mehr einen Porsche machen und dann, das ist aber mit irgendwelchen Leuten auch wurscht. Ja? Wir versuchen Gesetze zu machen, es steht Dieselfahrverbot im Raum und was weiß ich was heißt, aber das ist halt alles nur so eine Beruhigung der Volksseele, weil in Wirklichkeit kommt es dann drauf an, hole ich meine Tochter mit dem Auto, mit dem SUV von der Schule ab und lasse den Motor rennen, weil man im Winter kalt ist oder im Sommer heiß ist. Und es ist mir wurscht. Ja? Es ist mir völlig scheißegal, was wir alle einatmen, ob das irgendwie die Luft immer dreckiger wird. Solange ich da in meinem Porsche Cayenne, meinem Schweins Cayenne sitze, ist mir das wurscht, weil ich habe so mein Imperium geschaffen und alles andere ist halt passiert halt auf der Welt, aber geht mir nichts an. Irgendwann einmal muss ein Umdenken geben. Irgendwann einmal muss das Dünnste kapieren, dass wir nur eine Welt haben, ja, dass wir nur alle zusammenhelfen müssen. Wir können unterschiedlicher Meinung sein, aber wir müssen da aus der Misere einen Weg finden und der kann nur zusammen sein. Ja. Wir sind schon am Ende angelangt, aber eine Sache haben wir noch. Was ist so viel und zwar eine Weltpremiere. Und zwar passend auch zu eurem Kabarett einen Song, den wir heute zum ersten Mal im Fernsehen zumindest zeigen werden. Wollt ihr ihn gleich selber ansagen? Natürlich. Ja, also es ist eine Ode an die Kreuzschmerzen, die uns in unserem Alter ja täglich begleiten und körperliche Beschwerden, die sich schon langsam einstellen. Und wir brauchen einen Internet-Hit, das ist uns klar. Es ist in unserem Alter ist das die Peinlichkeitsgrenze natürlich. Es ist ein Limbo, wo wir da gerade noch durchpassen, ja. Aber mit dementsprechenden Kreuzschmerzen. Und dieses Video und dieser Text sagt das. Das wollen wir jetzt hier offiziell das allererste Mal präsentieren, Welturaufführung. Und wenn Sie das zu Hause sehen, machen Sie mit. Machen Sie mit, singen Sie mit, machen Sie mit, machen Sie Übungen, die ein bisschen die Rückenmuskulatur stärken. Sitzen Sie jetzt lang. Wir singen noch zwar, ich singe sogar Genie an. Einen Rap haben wir noch. Sagen wir das. Schauen wir rein, oder? Verkühlen, man kann sich's verbiegen. Ich schmerz dich beim Gehen, ich schmerz dich beim Liegen. Man kann es verdrehen, man kann sich's verreißen. Man spürt es beim
Sitzen, besonders beim Stehen steigen. Aha. Ich und mein Kreuz. Kreuz, wie Kreuz, wie Kreuz. Ich und mein Kreuz. Verkreuzt und ich und mein Kreuz. Kreuz, wie Kreuz, wie Kreuz. Ich und mein Kreuz. Awe. Ich und mein Kreuz. Kreuz, wie Kreuz, wie Kreuz. Ich und mein Kreuz. Verkreuzt und weh. Ich und mein Kreuz. Kreuz, wie Kreuz, wie Kreuz. Mein Kreuz und ich. Okay. Ich und mein Kreuz sind best friends forever. Unzertrennlich, selbstverständlich, lebenslänglich. Weil an meinem Kreuz da häng ich. Drum bestell ich eine Infrarotlampe beim ständig. Die verwend ich, dann geht's mir nimmer so elendig. Mit dem Kreuz und bin lebendig. Wie ein Wiesel wieder wendig. Ich und mein Kreuz. Kreuz wie Kreuz, wie Kreuz. Ich und mein Kreuz. Verkreuzt und weh. Ich und mein Kreuz. Kreuz wie Kreuz, wie Kreuz. Ich und mein Kreuz. Oh, ich und mein Kreuz. Kreuz wie Kreuz, wie. Ich und mein Kreuz. Mein Holz. Ich und mein Kreuz. Gott, der Holz. Mein Kreuz und ich. Mein Kreuz muss mich ertragen, jederzeit an allen Tagen. Doch vom Steiß bis zum Kragen fängt es an, sich zu beklagen. Da hilft keine Massage und auch keine Stutzkassage. Kein Behandeln mit Molare oder Voodoo-Larifari. Ich hab die besten Betten und die stärksten Schmerztabletten. Die teuersten Matratzen aus dem Fell von toten Katzen. Mache Yoga in der Früh, Heilgymnastik und Tai Chi. Doch beim Tragen oder Brüten sag ich, kann ich dich erbrücken. Ich und mein Kreuz. Kreuz wie Kreuz, wie Kreuz. Ich und mein Kreuz. Verkreuzt und weh. Ich und mein Kreuz. Oh, 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 oh. Du siehst? Du siehst? Ah! Danke, bitte, das gibt's. Was? Ah! Alter, bist du deppert? Alter! Ist es jetzt echt oder was? Ist es echt? Na, schau, wie schaut's aus? Naja, ich hab gesagt, du bist nicht mehr der Jüngste. Halt auf den Kostinger! Jetzt, warte, pass auf. Da geht gleich runter von dir. Ich kann nicht. Das war's. Also wer mehr davon sehen will, wie gesagt, 26. ist Premiere, Kulisse. Ja, es gibt Vorpremieren auch noch zwei Termine, am 23. und am 24. Am 24. gibt es noch Restkarten in der Kulisse. 26. ist schon ausverkauft. Ist die Premiere. Aber danach gibt es dann einige Termine. Homepage und Novak und Gregory auf Facebook bitte liken. Na, aber die habe ich da extra Flyer gedruckt. Wir haben am 24.2. Kulisse, das ist die Vorpremiere, 26.2. Ja. Ist schon ausverkauft, auch Kulisse. Dann am 15.03. in Rabenstein, Steiermark. Dann Dreiskirchen im März, Weiz im aber März. Chatten auf meiner Homepage sind auch die ganzen Termine drauf. Ich weiß nicht, du hast ja Homepage oder nein, die ist schon seit 3 Jahren immer gewartet. Ja, okay. Also meine wird noch mal es würde uns freuen. Und es ist nicht nur politisch, es kommt nur ein bisschen vor, wenn man jetzt so viel politisch geredet hat. Es ist auf jeden Fall hauptsächlich ist lustig. Es ist ja. Und es geht vordergründig auch in erster Linie um uns zwei. Ja, ein Musiker mit einem Kabarettisten, die das erste Mal miteinander was machen, das ist ja auch das Kabarettdebüt vom Roman. Und er meistert das wirklich, er ist wirklich super, muss ich sagen. Also für das erste Mal so 2 Stunden auf der Bühne und das Durchhalten und die Spannung und Energie und ich bin du sehr happy. Sehr du singst auch gut. Ja, okay. Ja, das ist okay. Aber da kann sich jeder selbst davon überzeugen. Wie gesagt, ab 26.02. die Premiere und die Termine kann man sich dann im Internet auch dementsprechend anschauen. Wir freuen uns. Roman Gregory, Reinhard Novak, vielen Dank fürs Kommen zu uns ins Studio und für die spannende Diskussion oder das spannende Gespräch. Wir machen eine kurze Pause und sind dann gleich wieder zurück auf OE24 TV. Nicht in die Kamera winken, hat es gerade. So? Nein, das macht man nicht im Fernsehen.